begrüßen wir jetzt als ersten Redner auf dieser Bühne jenen Mann, dem die Tierversuchsforschung schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit ist. Er wird nicht müde zu kämpfen. Er steckt Niederlagen ein, wenn es um die Affenversuche in Bremen geht. Und er steckt Siege ein, wenn es darum geht, weiter zu kämpfen. Er war viele, viele Jahre der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Er ist jetzt der Ehrenpräsident des Deutschen Tierschutzbundes. Er ist unser Gastgeber mit heute auf dieser Bühne. Begrüßen Sie herzlich den Präsidenten des Berliner Tierschutzvereins, Wolfgang Apel. Ich finde, das sollte man eigentlich mal hier ganz deutlich sagen, was dem Bündnis hier gelungen ist, so viele Menschen, so viele Leute auf die Straße zu bringen, das muss auch der Politik ein Warnhinweis sein. Und ich finde, wir müssen der Politik klar machen, nach einem fürchterlichen Donnerstag, den wir in Berlin erlebt haben, in dem die Tierschutzklage, die Verbandsklage von der Mehrheit des Abgeordnetenhauses abgelehnt worden ist, wir müssen Ihnen klar machen, dass das eine Schande ist, dass Sie den Tieren keine Stimme geben wollen. Ich finde, Tierschutz muss über die Fraktionsdisziplin und Koalition hinweggedacht werden. Das, was sich die SPD hier erlaubt hat, weil sie angeblich unter Koalitionszwang stand, nehmen wir nicht hin. Ihr kriegt schon eure Quittungen in den Bezirken in Berlin und auch darüber hinaus, meine lieben Freunde. Wir haben einen Erfolg und den habt ihr mit zu verantworten. Und zwar haben wir endlich einen Schluss Tierversuche in der Kosmetik in Brüssel erreicht. Das waren 3 Jahrzehnte Kampf, den ihr mit uns gestartet habt. Wir wollen nicht weitere 3 Jahrzehnte warten, sondern wir wollen schneller zu Ergebnissen kommen. Wir wollen jetzt ein grundsätzliches Verbot von Tierversuchen, weil Tierversuche das falsche oder Tiere das falsche Modell ist. Ja, es ist geradezu fragwürdig, wie hier der Menschenschutz und der Tierschutz in Frage gestellt wird. Wird jetzt geplant, das Max-Delbrück-Zentrum zu erneuern mit 24 Millionen Euro. Wie wir ja die Kosten kennen, in Berlin dürfte es um ein Vielfaches mehr werden. Denken wir an den Flughafen. Viel schlimmer ist aber, dass eine Institution, die seit Jahren Tiere nicht ausreichend vernünftig behandelt hat und sich dann noch annimmt, Tiere in einen ordnungsgemäßen Zustand vorführen zu wollen, dass diese überhaupt die Erlaubnis bekommen, einen solchen Bau zu erstellen. Das wollen wir verhindern. Das müssen wir verhindern. Dafür müssen wir kämpfen. Ich habe gestern mit einer Abgeordneten diskutiert, die sehr, sehr aktiv im Tierschutz in Berlin ist. Nicht nur für Tierversuche oder gegen Tierversuche, gegen Zootierhaltung, gegen die tierquälerische Intensivhaltung. Wir haben diskutiert, was heißt das eigentlich, die Tierversuche in Berlin? Man gibt 350.000 zu. Aber was steckt eigentlich noch dahinter? Was wird aus dem sogenannten Material noch hervorgerufen? Tierzucht, Tierverwahrung, Tierauslese. Wir gehen davon aus, dass mindestens 1 Million und mehr zusätzlich an Tieren dieser Tierversuche geopfert werden, die verschwiegen werden, die nirgends registriert werden, die keiner erfasst, die keine Statistik erfasst. Das ist ein Frevel. Und sehen wir das auf Bundesebene. Da haben sich die Tierversuche seit 10 Jahren um 56% erhöht. Ich frage mal die Kanzlerin und ihre Minister, wo ist denn da die Zusage, man will auf Tiere versuchen oder andere Methoden einführen? Sie lügen doch nur um sich rum und in Wirklichkeit sind es nicht 3 Millionen Tierversuche auf Bundesebene, sondern es ist mindestens auch das 5- oder 6-fache, wenn man die Tiere und die Tierbeschaffung sieht.
Und ich meine, das dürfen wir nicht unwidersprochen hinnehmen. Dagegen müssen wir kämpfen. Und das werden wir. Und das ist hier der beste Beweis, dass wir es können. Wenn die Politik noch glaubwürdig sein will, was sie ja zweifellos gerade im Bereich der Tierversuche durchgängig durch alle Parteien sehr vermissen lässt, ich sage das durchgängig, bei den Guten nicht, dass ja nicht die Guten rausstehen, die stehen ja hier. Aber dann muss sie endlich auch Transparenz schaffen, transparent, wie viele Tiere zum Beispiel in der Grundlagenforschung sterben mussten, obwohl das Projekt nicht zu Ende geführt wurde und ergebnislos zu Ende geführt wurde. Darüber gibt es keine Zahlen. Hier kann jeder Forscher, Anführungsstriche, Wissenschaftler oder Pseudo-Wissenschaftler machen mit den Tieren, was er will. Das wollen wir verändern und das werden wir verändern. Da warten wir keine 30 Jahre. Und wir lassen uns auch nicht, und das müssen wir auch in der Bevölkerung deutlich machen, ständig mit Totschlagargumenten die Tierversuche als legal und wichtig verkaufen. Die OECD hat gerade festgestellt, gerade in der Pharmaindustrie, dass 92% der an Tieren getesteten Substanzen nicht in den Verkehr kommen dürfen, weil sie gesundheitsschädlich für den Menschen sind. Der beste Beweis, dass das Tier nicht als Ersatzmodell für den Menschen herhalten darf, sondern intelligentere Methoden her müssen. Und wir erwarten, dass Wissenschaftler nicht nur auf den Mond fliegen, sondern sich Gedanken machen, welche anderen Methoden, wenn sie auch Alternativmethoden, jetzt endlich kommen, um diesen Frevel ein Ende zu machen. Ich denke, das ist schon längst überfällig. Und ich kann auch keinen Wissenschaftler, auch den ich manchmal respektiere, noch ernst nehmen, der sagt, es gäbe keine Alternativmethoden. Es gibt validierte Alternativmethoden. Es gibt alternative Methoden, beispielsweise im Chemikalienbereich. Da beklagen die wichtigen Institutionen der EU, dass sie zwar validiert sind, aber nicht angewandt werden, sondern neue Tierversuche gefahren werden. Das ist eine Katastrophe. Das richtet sich auch an Merkel und Co. Sie hat dafür zu sorgen, dass in der EU keine neuen Tierversuche kommen, sondern dass die Tierversuche abgeschafft werden. Und sie hat auch dazu beigetragen. Und sie hat auch dazu beigetragen, und das wird mein Nachfolger sicherlich noch erläutern, dass aus dem bereits vorhandenen Tiernutzgesetz ein noch schlimmeres Tiernutzgesetz geworden ist. Und ich finde, Frau Merkel, Sie sollten sich schämen, das wollte ich hier mal loswerden. Nochmal, herzlichen Dank. Wir müssen weitermachen, kämpfen Sie weiter mit uns und ich bin mir sicher, wie wir auch überall anderswo schon Erfolge haben, die erwähnen wir nicht so häufig, den werden wir auch noch die Tierversuche austreiben. Dankeschön.